So thank you very much also to the organizers and co-organizers. I'm really glad to be here, and I'm looking forward to all the other talks too and to the discussion afterwards, of course. My talk will be in German. I hope that isn't a problem for someone. I will try to talk really slowly, so you can also make some gestures if you think I should slow down. I don't mind that at all. Sometimes I tend to talk a little bit fast, so just let me know. And of course, questions can be raised also in English and in French if you like. Okay. And actually, I had a handout, but yeah, somehow wasn't possible to distribute it. But if you're interested in the quotes I used, I can for sure send it to you afterwards. So I'll be happy to do that. Okay. Möchte man wissen, was Hegel zur sozialen Stellung und Rolle der Frau zu sagen hat, so äußert er sich dazu wohl am deutlichsten in den Paragraphen zur Familie in seiner Rechtsphilosophie. Der Inhalt dieser Paragraphen ist immer wieder, berechtigterweise, Anstoß zur Kritik und zur Ablehnung der Hegelschen Vorstellung über die Rollen und damit auch Aufgabenverteilung von Mann und Frau in Familie und öffentlichem Leben. Nicht nur hängt Hegel einem konservativen und veralteten Verständnis von Familie an, das nur Cis-Männer und Cis-Frauen einschließt. Familie besteht definitorisch aus einem Mann und einer Frau sowie ihren Kindern. Sondern auch nimmt Hegel eine klare Rollenverteilung von Mann und Frau vor. Während die Stellung und Rolle der Frau diejenige der Hausfrau und Mutter ist, die Rolle der Frau sich also innerhalb des Familienlebens erschöpft, kommt dem Mann die Rolle der Repräsentation der Familie nach außen zu. Anders gesagt, die Pflicht der Frau ist das Gebären und Aufziehen der Kinder und die Sorge um die häuslichen Belange. Das ist im Wesentlichen Fürsorgearbeit. Die Pflicht des Mannes dagegen ist es, den Lebensunterhalt der Familie sicherzustellen und sich in öffentlichen Angelegenheiten zu betätigen. Angesichts dieses Textbestands drängt sich die Frage auf, warum wir uns eigentlich überhaupt noch mit diesen Teilen der Hegelschen Philosophie beschäftigen sollten. Sie sind so überholt und rückständig, dass wir sie, so könnte man meinen, doch besser in einer Schublade verschwinden lassen sollten. Und dafür müssten wir ja nicht leugnen, dass Hegel uns in vielen Bereichen der Philosophie wichtige Einsichten zu vermitteln vermag. Doch, so könnte man sagen, hat er das eben nicht in allen Bereichen getan. Mit einer solchen Reaktion machen wir es uns, denke ich, zu einfach. Eine solche Reaktion suggeriert nämlich, dass sich Hegel in Bezug auf dieses Thema einfach als Kind seiner Zeit abstempeln lässt und wir unter Ablehnung von Hegels Ausführungen zum sozialen Status der Frau und auch des Mannes die anderen Systemteile einfach sozusagen unbeschadet affirmativ aufnehmen können. Doch stimmt das überhaupt? Dazu ist zunächst zu sagen, dass Hegels Ausführungen zur Rolle und Aufgabe der Frau nicht etwa einfach deskriptiv sind. Sie beschreiben nicht einfach die sozialen Verhältnisse zu Hegels Lebzeiten. Sie begründen eben diese sozialen Verhältnisse. Die Begründung dieser sozialen Verhältnisse wiederum ist nicht allein in der Rechtsphilosophie zu suchen. Sie ist sozusagen nicht allein lokal zu verorten, sondern sie hat ihre Wurzeln in den anderen Systemteilen von Hegels Philosophie. So begründet Hegel unter anderem unter Rekurs auf Naturphilosophie und Logik die Stellung und Position der Frau in der Rechtsphilosophie. Nun denke ich nicht, dass dies ein Grund ist, Hegels Philosophie als solche abzulehnen. Zu wichtig scheinen mir Einsichten zu sein, die in anderen philosophischen Bereichen durch die Auseinandersetzung mit Hegel gewonnen werden. Doch ich denke, dass gerade deswegen, also gerade wegen des Systemcharakters von Hegels Philosophie, dass wir uns gerade deswegen auch mit Hegels Begründung für die Rollen- und Aufgabenverteilung von Mann und Frau auseinandersetzen sollten. In diesem Vortrag wird mich die Art der naturphilosophischen Begründung, die Hegel für die Rolle und Stellung der Frau respektive des Mannes liefert, interessieren. Dabei werden folgende Fragen im Vordergrund stehen. Wie sieht die naturphilosophische Begründung für die soziale Rolle und Stellung der Frau respektive des Mannes aus? Welche Implikationen hat sie?
Und können wir aus dieser Begründung etwas lernen? Und wenn ja, was? Ich werde dabei dafür argumentieren, dass Hegels Ausführungen zur sozialen Rolle und Stellung der Frau respektive des Mannes ein gutes Beispiel für Begründungen sind, die zunächst im vermeintlich quasi neutralen biologischen Vokabular daherkommen, aber selbst metaphysisch aufgeladen sind. Ich denke, dass man an Hegels Ausführungen gut sehen kann, dass Begriffe wie Gattung oder Geschlecht bei Hegel nicht einfach biologisch deskriptiv sind, sondern selbst in einem bestimmten diskursiven Kontext stehen, durch den sie ihre Bedeutung erhalten. Um dies zu zeigen, werde ich als erstes auf Hegels Konzeption der Ehe eingehen und hier auf die naturphilosophischen Momente, die sie Hegel zufolge enthält, fokussieren. Im zweiten Teil meines Vortrages werde ich diese naturphilosophischen Momente selbst diskutieren und ihre metaphysischen Implikationen hervorkehren. Das werde ich zumindest ansatzweise tun. Dafür bräuchte ich ein ganzes Buch vermutlich, aber ja, ansatzweise werde ich es machen. Im letzten Teil werde ich auf die dritte oben gestellte Frage zurückkommen und die gegenwärtige Relevanz der Untersuchung der Hegelschen Begründung der sozialen Stellung und Rolle der Frau bzw. des Mannes diskutieren. Ich gehe jetzt also zum ersten Teil meines Vortrags über, und zwar zu den naturphilosophischen Elementen in Hegels Konzeption der Ehe. Fokussieren werde ich also zunächst auf eine einschlägige Stelle in den entsprechenden Paragraphen der Rechtsphilosophie, das ist dem zur Familie, deren Nukleus Hegel zufolge Mann und Frau durch ihre eheliche Verbindung bilden. Hier werde ich auf Hegels Konzept der Ehe eingehen und zwei Thesen diskutieren, die für Hegel die Ehe als solches ausmachen. Dies ist zum einen Hegels These, gemäß welcher die beiden eine eheliche Verbindung eingehenden Subjekte eben durch diese Verbindung ihr, wie Hegel schreibt, substanzielles Selbstbewusstsein gewinnen. Und dies ist zum anderen die These, der zufolge die Ehe laut Hegel in keinem Vertragsverhältnis besteht, sondern vielmehr eine kollektive Identität ausdrückt, die in einer bestimmten Form der Aufgabenteilung besteht. Ich gehe zunächst auf die erste These ein. Diese besagt, dass Mann und Frau ihr substanzielles Selbstbewusstsein erst durch ihre Verbindung in der Ehe gewinnen. In anderen Worten, Mann und Frau werden überhaupt erst die Subjekte, die sie an sich sind, durch die Ehe. Die Ehe bezeichnet Hegel daher auch als Befreiung der beiden Subjekte, die die Ehe eingegangen sind. Was aber heißt es, dass die beiden Subjekte erst durch die Ehe ihr substanzielles Selbstbewusstsein gewinnen? Hegel sieht in der ehelichen Verbindung wesentlich zwei Momente verwirklicht. Ich ziehe diese beiden Momente nun heran, um auf die soeben gestellte Frage einzugehen. Das erste Moment lautet wie folgt, und das ist jetzt ein Zitat: Die Ehe enthält als das unmittelbare sittliche Verhältnis erstens das Moment der natürlichen Lebendigkeit, und zwar als substanzielles Verhältnis, die Lebendigkeit in ihrer Totalität, nämlich als Wirklichkeit der Gattung und deren Prozess. Zitat Ende. Die Ehe soll also Ausdruck der natürlichen Lebendigkeit sein, und zwar Ausdruck dessen, was diese natürliche Lebendigkeit wesentlich ausmacht, also substanzielles Verhältnis. Die natürliche Lebendigkeit macht, wie aus dem Zitat hervorgeht, wesentlich das Gattungsverhältnis aus. Wie wir nun aus der Naturphilosophie lernen, besteht die Wirklichkeit der Gattung, unter Gattung würden wir heute vermutlich auch oft einfach Art übrigens verwenden. Also wenn Hegel Gattung verwendet, meinen wir heutzutage oft Art damit. Ich werde aber bei dem Gattungsbegriff bleiben, einfach der Einheitlichkeit zuliebe. Okay, also. Wie wir nun aus der Naturphilosophie lernen, besteht die Wirklichkeit der Gattung in ihrem Reproduktionsprozess. Das heißt, in der Fortpflanzung der einzelnen Individuen. Hegel argumentiert in dem entsprechenden Paragraphen der Naturphilosophie und der Logik, dass die Gattung sich nur vor dem und durch den Hintergrund des Reproduktionsprozesses ihrer Exemplare erhält. Die Wirklichkeit der Gattung zeigt sich damit allein in dem Reproduktionsprozess, und zwar also genau dann, wenn zwei Exemplare Nachkommen zeugen. Aus der bisherigen Erläuterung dieses ersten Moments der Ehe können wir also schließen, dass das substanzielle Selbstbewusstsein, das zwei Subjekte durch die eheliche Verbindung gewinnen, eines ist, welches die Reproduktion zum Fokus hat und damit wesentlich ein heterosexuelles Selbstbewusstsein ist. Die Ehe, so könnte man nun sagen,
ist Tegel zufolge die sozial und rechtlich festgeschriebene Form der sexuellen Reproduktion. Als solche verwirklicht sich in ihr die Gattung. Damit scheint mir aber die Frage noch nicht beantwortet, inwiefern die Subjekte, die die eheliche Verbindung eingehen, in der Ehe ihr substanzielles Selbstbewusstsein gewinnen. Anders gesagt, was ist an dem durch die Ehe gewonnenen Selbstbewusstsein substanziell? Auch dies, so meine These, ist durch die naturphilosophische Untermauerung der Ehe zu begründen. Es liegt in dem gattungslebendiges Individuumverhältnis begründet, welches Hegel in seiner Naturphilosophie ausformuliert. Dort beschreibt Hegel zunächst das lebendige Individuum als Einzelnes. In einem zweiten Schritt wird das Verhältnis des Individuums zur Umwelt betrachtet, während im dritten Schritt das Gattungs- und damit Reproduktionsverhältnis des lebendigen Individuums im Vordergrund steht. Hegels Ausführungen über die Gattung jeweils einzelner Individuen nehmen dabei eine begründende Funktion für das jeweils einzelne Individuum ein. Die Gattungszugehörigkeit bestimmt nicht nur die spezifische Art und Weise der Selbstgestaltung und des Lebensprozesses der lebendigen Individuen, sie konstituiert diese Individuen auch als solche. Entsprechend schreibt Hegel, dass, und das ist wieder ein Zitat, die Entstehung des individuellen Organismus seine Produktion wird in der Gattung. Ebenso wie also die Wirklichkeit der Gattung nur in der Reproduktion der Individuen besteht, so kann man nun schließen, besteht die Wirklichkeit lebendiger Individuen, also das, was sie wesentlich ausmacht, in ihrem Gattungsein. In diesem Sinne ist die Gattung das, was die lebendigen Individuen substanziell ausmacht. Und in diesem Sinne, denke ich, bezeichnet Hegel das durch die Ehe gewonnene Gattungsbewusstsein als substanzielles Selbstbewusstsein. Es ist ein Selbstbewusstsein darüber, was die einzelnen lebendigen Individuen wesentlich ausmacht. Als zweites Moment wird durch die Ehe Hegel zufolge, jetzt wieder Zitat, die nur innerlich oder an sich seiende und eben damit in ihrer Existenz nur äußerliche Einheit der natürlichen Geschlechter in eine geistige, selbstbewusste Liebe umgewandelt. Also als zweites Moment der Ehe. Dies verstehe ich jetzt so. Natürliche, aber sich nicht ihrer selbstbewusste Wesen verwirklichen die Gattung durch Reproduktion, ohne dass sie diesen Prozess selbst reflektieren können. Sie führen ihn aufgrund ihrer Triebe schlicht aus, können ihn aber nicht zum Gegenstand der Reflexion machen. Hegel drückt dies auch so aus, Zitat, das nicht geistige oder nur lebendige Individuum ist an sich zwar Gattung, aber es ist nicht die Gattung für sich, Zitat Ende. Sich ihrer selbstbewusste denkende Wesen zeichnet es hingegen aus, sich der sie konstituierenden Strukturen bewusst zu werden und sie gedanklich zum Gegenstand zu machen. Sie haben in diesem Sinne ein Selbstbewusstsein ihrer Gattung, das ist dessen, was sie wesentlich ausmacht. Das Selbstbewusstsein, das über diese Verhältnisse in der Ehe gewonnen wird, kann deswegen das substanzielle Selbstbewusstsein heißen, weil es ein Selbstbewusstsein über die Individuen konstituierenden natürlichen Verhältnisse ist. Die zweite These, die ich aus Hegels Charakterisierung der Ehe heranziehen will, ist die These Hegels, dass die Ehe eine kollektive Identität ausdrückt, die in einer bestimmten Form der Aufgabenteilung besteht. Den in dieser Identität bestehenden Mitgliedern, also jetzt hier fokussiere ich auf Mann und Frau, kommen wesentliche Pflichten respektive Aufgaben zu. Auch diese Aufgabenverteilung innerhalb der Ehe begründet Hegel naturphilosophisch. Denn die Aufgabenverteilung der natürlichen Geschlechter liest Hegel ungebrochen den menschlichen Genitalien ab. So lesen wir den in der Rechtsphilosophie entsprechenden Paragraphen der Enzyklopädie, Zitat Anfang, der Unterschied der natürlichen Geschlechter erscheint ebenso zugleich als ein Unterschied der intellektuellen und sittlichen Bestimmung dieser Geschlechter. Zitat Ende. Die natürlichen Geschlechter unterscheiden sich Hegel zufolge darin, dass zum Beispiel Erektion und Stamina den Mann auszeichnen, aus der für Hegel sichtbaren Veränderung des Glieds in der sexuellen Erregung folgt laut Hegel, dass der Mann durch Aktivität und Spontanität gekennzeichnet ist. Dagegen zeigen laut Hegel die weiblichen Genitalien keinerlei Spontanität oder Aktivität. Sie dienen bloß der Empfängnis des Samens. Hegel schließt daraus, und das ist wieder ein Zitat,
Das Weibliche ist in sich gedrungene, passive Totalität. Das Männliche Totalität als Form, Unruhe, tätige und Bestimmung fürs Allgemeine, Wissenschaft, also diese Unruhe, dies Tätige, begründet seine Bestimmung fürs Allgemeine, Wissenschaft, praktische Tätigkeit und ist auf einen allgemeinen Zweck ausgerichtet. Zitat Ende. Das Männliche ist dementsprechend durch die ihm zugesprochene Aktivität für die Veränderung der Lebenswelt qualifiziert. Es umfasst so auch in Hegels Beschreibung sozialer Verhältnisse die Aspekte von Aktivität, Spontanität, Allgemeinheit, Öffentlichkeit und sexueller Begierde. Männer bringen mit ihren Taten Unterschiede in die Welt und verändern sie. Frauen hingegen bringen keine Unterschiede in die Welt, sie handeln in diesem Sinne nicht. Denn ihre Taten dienen nur der unterschiedslosen Wiederholung reproduktiven Handelns. Das Weibliche ist passiv, rezeptiv, besonders und privat. Folglich ist die Frau zu Indifferenz und privater Häuslichkeit bestimmt. Die Aufgabenverteilung und so unterschiedliche Rollenerwartung von Mann und Frau rechtfertigt Hegel also mit der für Hegel sozusagen biologischen Veranlagung von Mann und Frau zum Zwecke der Reproduktion. Bereits hier lässt sich nun einhaken. Denn so könnte man nun mit Hegel gegen Hegel einwenden, dass aus der Charakterisierung denkender Wesen als Wesen, die sich der sie konstituierenden Strukturen bewusst werden und eben diese Strukturen zum Gegenstand machen können, nicht folgt, dass sie dies immer in affirmativer Weise zu tun haben. Es macht auch Hegels Philosophie als solche geradezu aus, dass denkende Subjekte sich von ihren natürlich-biologischen Verhältnissen zu distanzieren und sich so in kritischer Weise mit ihrer Natürlichkeit auseinanderzusetzen vermögen. Und zwar gerade aufgrund der Tatsache, dass sie die sie konstituierenden natürlich-biologischen Verhältnisse zum Gegenstand machen können. Diese Überlegungen setzen jedoch voraus, dass wir schon eine These eingekauft haben, die ich im Folgenden hinterfragen möchte. Diese Überlegungen setzen voraus, dass Hegels Konzeption der Ehe und der sozialen Rolle von Mann und Frau als eine Fermentierung quasi neutraler natürlich-biologischer Verhältnisse zu verstehen ist. Ist Hegels Konzeption der Familie aber wirklich als eine Fermentierung natürlicher Verhältnisse in sozialen Verhältnissen zu verstehen? Das heißt, greift Hegel wirklich biologische und damit quasi neutrale Merkmale des Menschen auf, die er dann in seiner Sozialphilosophie fermentiert? Mir scheint, dass dies keine adäquate Beobachtung dessen ist, was eigentlich wirklich begründungstechnisch geschieht. Dazu werde ich im Folgenden einen genaueren Blick auf seine Naturphilosophie werfen und komme jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags. In seiner Naturphilosophie greift Hegel zum einen wissenschaftliche Ergebnisse seiner Zeit auf und stellt sie zur Diskussion. So sind etwa große Teile der Mechanik eine Auseinandersetzung mit etwa der Physik Newtons, so wie Hegel für seine Organismuskonzeption zum Beispiel Forschungsergebnisse Cuviers aufgreift. Zum anderen bringt Hegel diese Ergebnisse in einen systematischen, das ist begrifflichen Zusammenhang. Die Naturphilosophie nimmt die Begriffe der Naturwissenschaft auf, so Hegel, und es ist der Naturphilosophie eigentümlich, diese Begriffe in ihrer eigenen immanenten Notwendigkeit, das heißt nach ihrem begrifflichen Gehalt, darzustellen, wodurch sie eben erst in einen systematischen Zusammenhang zueinander gebracht werden. Spätestens die Darstellung des begrifflichen Gehalts ist aber ein metaphysisches Unterfangen. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich noch einmal meine im letzten Abschnitt gegebene Erläuterung der beiden Thesen Hegels zur Ehe aufgreifen. Ich gehe als erstes auf die These ein, die Hegel als das erste Moment der Ehe bezeichnet, und zwar hier auf die These, dass die Gattung eine das Individuum begründende Funktion hat. Hegels Behauptung, dass erst im Gattungsverhältnis die Entstehung des Organismus seine Produktion wird, ist nicht rein empirisch zu verstehen. Zwar ist es empirisch richtig, dass Organismen derselben Gattung durch den Reproduktionsprozess Organismen derselben Gattung hervorbringen. Hegels Argument der begründenden Funktion der Gattung für das einzelne Individuum ist jedoch kein empirisches, sondern ein metaphysisches. Das Argument besteht darin, dass der Gattungsbegriff das spezifische Sein bzw. die spezifische Konstitution der lebendigen Individuen begründet. Oder wie Hegel es formuliert, der Begriff Substanz des Organismus ist. Mit dieser These geht nicht nur eine bestimmte Form des Begriffsrealismus einher, sondern auch eine bestimmte Form der Teleologie,
gemäß welcher Begriffe das Was-Sein lebendiger Individuen konstituieren. Die Idee ist, dass das spezifische Sein einzelner Organe lebendiger Individuen und damit die lebendigen Individuen selbst durch ihre Funktion, das ist dadurch, wozu sie da sind, festgelegt wird. Die selbsterhaltende Funktion der Lunge etwa gründet demnach in der Funktion, die die Lungen in der Gattung des Organismus für den Organismus einnehmen. Anders gesagt, die Lungen eines einzelnen Organismus haben die Funktion, Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen, weil die Lungen diese Funktion generell zur Selbsterhaltung einer bestimmten Klasse von Organismen haben. Das Was-Sein, also die spezifische Existenz eines Organs in einem Organismus, erklärt sich über die Funktion, die es generell im Organismus, also in seiner Gattung, einnimmt. Das Was-Sein des Organismus gründet in diesem Sinne im Gattungsbegriff. Anders gesagt, der Gattungsbegriff drückt das aus, was die lebendigen Individuen wesentlich sind. Entsprechend formuliert Hegel auch das erste Moment der Ehe in der Enzyklopädie wie folgt. Jetzt ist wieder Zitat. Der sittliche Geist, als in seiner Unmittelbarkeit, enthält das natürliche Moment, dass das Individuum in seiner natürlichen Allgemeinheit, der Gattung, sein substanzielles Dasein hat. Zitat Ende. Das Individuum hat in seiner natürlichen Allgemeinheit, der Gattung, also sein substanzielles Dasein, weil die Gattung das ist, was das Individuum bestimmt. Dies ist aber kein empirisches Argument, sondern ein metaphysisches. Auch das, was das Geschlecht ist, findet bei Hegel eine metaphysische Begründung. Wie etwa Alison Stone argumentiert, begründet die Bedeutung des Geschlechts bei Hegel auf einer Metaphysik der Identität und Differenz. Animalische sexuelle Beziehungen werden von Hegel so gedeutet, dass Subjekte derselben Gattung eine Form von Identität mit dem jeweils anderen Subjekt wahrnehmen, nämlich insofern sie zu derselben Gattung gehören, sie dies aber in ihrer Differenz, nämlich insofern sie bestimmte Individuen dieser Gattung sind, tun. Allein daraus, dass lebendige Individuen in einem Gattungsverhältnis zueinander stehen und dass es sich dabei um verschiedene Individuen handelt, die in einem Gattungsverhältnis zueinander stehen, folgt jedoch noch nicht, dass sie ihr Verhältnis auf eine solche Art und Weise, das ist als different im Sinne von gegensätzlich, zueinander erleben müssen. Diese Schlussfolgerung beruht auf metaphysischen Annahmen Hegels, die sich wiederum auf den Widerspruch zwischen Individuum und Gattung beziehen, wie Hegel ihn etwa in der Logik herleitet. Dort wird der Unterschied zwischen Individuum und Gattung als ein Widerspruch der Identität und Differenz gedeutet. Zitat Anfang, und das ist jetzt ein recht langes Zitat, aber ich sage gleich nochmal, worauf ich hier vor allem abziele. Die Identität mit dem anderen lebendigen Individuum, die Allgemeinheit des Individuums ist somit nur erst innerliche oder subjektive. Es hat daher das Verlangen, dieselbe zu setzen, also die Allgemeinheit, und sich als Allgemeines zu realisieren. Dieser Trieb der Gattung aber kann sich nur realisieren durch Aufheben der noch gegeneinander besonderen einzelnen Individualitäten. Zunächst, insofern es diese sind, welche an sich allgemein die Spannung ihres Verlangens befriedigen und in ihre Gattungsallgemeinheit sich auflösen, so ist ihre realisierte Identität die negative Einheit der aus der Entzweiung sich in sich reflektierenden Gattung. Zitat Ende. Ich verstehe dieses Zitat wie folgt. Die Gattung drückt das aus, was die Individuen allgemein haben. Der Begriff der Gattung ist aber auf eine solche Art und Weise realisiert, dass die Gattung in die Individuen entzweit ist. Dies formuliert für die Individuen einen Widerspruch, deren momenthafte Überwindung sie in Hegels Naturphilosophie nur durch Begattung erreichen. Dass also das männliche und weibliche Geschlecht derart verschieden sind, wird durch diese Metaphysik der Identität und Differenz begründet und ist selbst keine empirische Beobachtung. Die Vorstellung der Gegensätzlichkeit der Geschlechter bei Hegel lebt damit von einer Metaphysik der sexuellen Differenz. Wie auch Stone resümiert, denke ich, dass man daher Hegels Begründung der Notwendigkeit der Ehe und seine Begründung für die Rollen- und Aufgabenverteilung nicht biologistisch verstehen kann. Hegel schließt nicht von einer irgendwie an sich gegebenen biologischen Verfasstheit und aus irgendwie an sich gegebenen biologischen Merkmalen des Menschen auch die verschiedenen Rollen- und Aufgabenverteilung von Mann und Frau.
Bei Hegels Begründung handelt es sich in diesem Sinne um keinen Biologizismus. Vielmehr ist das, was Hegel als biologische Merkmale von Mann und Frau betrachtet, selbst theoretisch und das heißt metaphysisch aufgeladen. Ich komme jetzt zu einem kürzeren dritten Teil meines Vortrags und resümiere dort wesentlich nochmal. Ich möchte nun auf die in der Einleitung zu meinem Vortrag gestellte Frage nach der Relevanz der Auseinandersetzung mit dem Hegelschen Verständnis von Frau und Mann zurückkommen. Wie gehen wir also nun mit diesem intellektuellen Erbe um? Ich denke, dass wir aus einer solchen Auseinandersetzung dreierlei lernen können. Durch eine solche Auseinandersetzung machen wir erstens darauf aufmerksam, selbst andere Teile von Hegels Philosophie, in denen es nicht explizit um die soziale Rolle von Frau und Mann geht, kritisch auf ihre politischen Konsequenzen hin zu hinterfragen. Damit sei nicht gesagt, dass alle theoretische Philosophie auch zugleich immer schon politisch ist. Das denke ich nicht. Eine jede Metaphysik hat aber politische Implikationen, deren man sich beim Durchdenken bestimmter der jeweiligen Metaphysik bewusst sein sollte. Beziehungsweise die man mitbedenken sollte. Zweitens macht diese Auseinandersetzung zum einen deutlich, dass wir übersehen, dass Hegel kein neutraler, einfach die damaligen Verhältnisse beschreibender philosophischer Beobachter war, wenn wir ihn in diesen Äußerungen bloß als Kind seiner Zeit betrachten. Hegel hat Stereotype seiner Zeit nicht nur wiederholt, sondern sie auch begründet. Und Kraft seiner Autorität als Professor zu Berlin trägt er so zur Autorisierung entsprechender sozialer Praxis bei. Zum anderen übersehen wir unsere eigene intellektuelle Kontinuität mit ihm, wenn wir ihn bloß als Kind seiner Zeit betrachten. Zwar sind Rollenerwartungen im Zuge von feministischer Politisierung des Privaten offener geworden, aber sie sind nach wie vor wirksam und treten vor allem bei der Verteilung von Fürsorgearbeit sowie der Freiheit und Anerkennung weiblicher und queerer Sexualität auf. Der soziale Vorstellungsraum, auch der Moderne des Westens, lebt immer noch von den Rollenerwartungen, die Hegel und seine Zeit formuliert haben. Drittens steht auch die Art der von Hegel vorgelegten Begründung für die spezifische Rolle und die spezifischen Aufgaben der Frau bzw. des Mannes in intellektueller Kontinuität mit uns. Die Untersuchung dieser Begründung zeigt, dass die Notwendigkeit der Ehe sowie die Differenz der Geschlechter bei Hegel selbst eine Konstruktion ist, die auf bestimmten metaphysischen Voraussetzungen, die sich in seine Konzeption des Individuum-Gattungsverhältnisses einschreiben, beruht. Dies zeigt wiederum an, dass Geschlecht bei Hegel selbst diskursiv und sozusagen keinen neutralen Boden hat. Sie werfen damit die Frage danach auf, was eigentlich ein biologisches Geschlecht ist. Und sie machen uns in dieser Hinsicht sensibel für einen Unterschied, der heute eine große Rolle spielt, dem biologischen Geschlecht im Unterschied zu dem, was wir bereits in den Beschreibungen dieses Geschlechts an eben dieses Geschlecht herantragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.